guess nobody told me that you were no angel. See, you got your wings, but you forgot your halo. Never should've let you in. Swore I'd never do it again. Too bad it turned out to be too good to be true. Rather be hungover than be hung up on you. Hallo Julian. Hallo Theresa und auch ein herzliches Hallo an euch. Ich bin hier gerade bei Theresa im Zimmer und ja, wir haben Zimmer getauscht, ne Theresa? Ja, dir zuliebe. Ja, weil ich muss ja lernen und sind gerade alle hier, das heißt viel Trouble im Haus und mein Schreibtisch in meinem Zimmer ist viel zu klein, da kann ich überhaupt nicht dran lernen. Dafür bin ich einfach nicht gebaut und haben wir Zimmer getauscht und ich habe bei Theresa im Bett geschlafen letzte Nacht. Theresa dementsprechend bei mir. Katastrophe, ey. Das war mit der Nacht am Samstag, wo ich krank war, die schlimmste Nacht in diesem ganzen Jahr. Ich habe so wenig geschlafen. Kannst du bei, wenn du schlecht geschlafen hast, gut lernen, Theresa? Nein, eigentlich nicht. Ja, dementsprechend hier literweise Grüntee getrunken, Kaffee und habe jetzt 6 Stunden gelernt. Das war ganz okay. Und jetzt geht's immer weiter. Jetzt gleich ins Fitnessstudio mit Theresa und mit Philipp. Vorher treffe ich noch den Micha wegen eines Trips im Sommer. Da haben wir vielleicht was Cooles vor und dann heute Abend noch zum Basti, also einiges vor und ihr seid mit dabei. Gute Unterhaltung. Mal Zeit hat, sich die Schnürsenkel zu schließen. Boah, ist schnell was einkaufen, dann ab ins Rennen. Und Theresa, wie war das Training? Gut, aber zu lang. Ich habe nicht gedacht, dass wir so lange da sind. Nicht? Es dauert immer alles. So, ich werde jetzt nach Hause fahren, Sachen packen und dann zum Basti fahren. Und dann kochen wir was Feines. Voll Bock drauf und Hunger. So, bin jetzt auf dem Weg zum Basti. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das getan hat, im Training gewesen zu sein. Ich fühle mich jetzt deutlich besser als vorher und ja, kann ich einfach nur so weiterempfehlen. Wenn ihr selber glücklich sein wollt bzw. Glückshormone freisetzen wollt, dann geht ins Krafttraining oder geht allgemein zum Sport und nehmt diese Gefühle mit und dann kann man jeden Tag zu einem positiven Tag machen. Und jetzt freue ich mich, gleich mit dem Basti zu treffen, ein bisschen was zu kochen und dann schauen wir mal weiter, was der Abend noch so bringt. Na? Holla! Wird gekocht? Ja. Wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Und dir? Ja, sind alle Friseure gestorben in Siegen, oder? Ja, ich habe für sowas keine Zeit. Vielleicht Ischke Closing einmal mit dem Rasierer ran. Genau, das wäre was. Jetzt ab schön 12 mm. Genau. Ist der Käse gegessen. Was bereiten wir denn zu? So wie ich das mitbekommen habe, Spaghetti Bolognese und Salat. Ausgewogenes, gutes Essen. Okay, dann machen wir das mal. So, also Basti macht den Salat, ich kümmere mich um die Soße. Alles im Griff, Basti, oder? Jo, ich muss erst einen anderen Beat dran machen. Ich zünde jetzt erstmal die Zwiebeln an, mal Knoblauch rein, dann das Fleisch. Habe ich hier gutes Rindertartar genommen, das hat weniger Fett.
und ja, Salat mit Spinat, so ein bisschen ergiebiger und ich freue mich schon, ich habe richtig Hunger. Und es riecht lecker. Und die Augen weinen. Scheiße, ist doch falsch. Nein. Das riecht geil. Schade, dass es kein Großtube gibt, aber beim Skifahren ist es natürlich wieder. Da braucht man es besser nicht. Ja, auf jeden Fall nicht, wenn man die Skisocken auszieht. Ja. Fett. Oh, harmonisch, oder? Richtig nice. Mach mal, mach gleich mal ein Thumbnail. Warte. Ja, so, machen wir mal den obligatorischen Geschmackstest. Basti muss man gleich auch noch probieren, weil ja, das braucht natürlich von beiden Seiten Feedback. Gemeinschaftsleistung. Genau. Kleine Gabel. Erstmal die Zunge verbrennen. Der Wahnsinn. Spaghetti Bolognese à la Maha Lifestyle. Aber was ist besonders? Mit Beef Tartar. Beef Tartar, genau. Und ja, ganz viel Zwiebeln, ganz viel Material dran, damit auch viel Geschmack dran kommt. Zwiebeln sind gut fürs Herz. Jetzt sogar Basti dran. Wir hätten eine ordentliche Portion jetzt nicht auf Diät. Ich bin immer eigentlich auf Masse, zunehmend auf Masse. Aber die Italiener essen immer ohne Löffel. Ja, ich weiß. Aber. Ist einfacher, ne? Ja. Wie bei der Küchenschlacht. Jetzt musst du sagen, ja, die Nudeln, die al dente. Boah, optimal. Besser geht's nicht, ne? Ja, ist echt super lecker. Okay. Okay, jetzt müssen wir reinspachteln. Das kann man bitte aus, wenn ich richtig essen kann. So, alles aufgegessen, Hand. Basti, war's lecker? War richtig lecker. Wir müssen, glaube ich, mal ein Rezeptbuch rausbringen oder sowas. Nein, kleiner Spaß. Finden wir auch alles im Internet. Jetzt chillen wir hier noch ein bisschen auf der Couch. Gucken mal Hangover, was wir schon lange nicht mehr hatten. Und bereiten uns schon mal somit auf das Ischgl-Closing vor, was wir machen werden. Und vielleicht sogar auf die Maha-Reise. Ich weiß ja nicht, wie es da abgehen wird. Ah, übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, checkt mal in der Beschreibung ab. Wir machen, bieten eine Reise an, richtig günstig. 4 Tage Skifahren, 200 Euro Fieberbrunn, 30.3. bis 2.4. Und ich werde jetzt das Video beenden. Jetzt passiert nichts Interessantes mehr. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schalt doch morgen wieder ein. Morgen kommt wieder ein neues Video, neues Glück. Und schauen wir mal, was morgen so geht. Mach's gut, dein Julian. Ciao.